abwarten, Tee trinken. Jensen wird eine ganze Weile brauchen, bis er so schnell ist wie Ralph. Mein Ziel ist hier mit BMW erfolgreich sein, vielleicht irgendwann Weltmeister zu werden. Letztes Jahr hat Ralf Schumacher dem Teamkollegen Alex Zanardi gezeigt, wo es lang geht. Und dieses Jahr den Newcomer Jenson Button fest im Griff. Ralf Schumacher steht hoch im Kurs und gilt nicht nur bei seinen Fans als kommender Weltmeister. Das Dreigespann Schumacher Williams BMW soll den Erfolg bringen, wenn nicht 2000, dann spätestens im Jahr drauf. PR-Termin in München bei Motorenlieferanten. Ralf Schumacher bestaunt die Zeugen der erfolgreichen Motorsportgeschichte von BMW. Die bis zu 1500 PS, die man dem weltmeisterlichen BMW-Turbo von 1983 nachsagt, könnte Ralf gut gebrauchen. Heute liegt die Spitze der Formel 1 bei 850 PS. Das Team BMW Williams hat bis dahin noch viel Aufbauarbeit vor sich. Also ich persönlich nehme so eine Entwicklungsphase gerne in Kauf, weil ich gerne etwas zu einem Ziel bringe. Und das ist natürlich ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und das ist eine schöne Aufgabe. Und jetzt hoffe ich nur noch, dass ich sie mir erfülle. Meine Ziele sind derzeit rein motorsportlich oder mein Leben. Lebe ich eigentlich um den Motorsport oder für den Motorsport. Und deshalb muss ich das eigentlich sagen, privat bin ich sehr glücklich, zufrieden und kann mir die Dinge erlauben, die ich mir wünsche. Und das ist natürlich schon toll. Typischerweise komme ich am Sonntagabend nach Hause und gehe am Montagnachmittag zum Testen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, manchmal Freitag Test. Und dann vom Samstag bis zum nächsten Donnerstag Freizeit. Da trainiere ich und was auch immer ich gerade Lust zu habe. Oder muss einen PR-Tag machen. 40 Tage im Jahr ist Ralf Schumacher in Sachen PR unterwegs, was zusammen mit 80 Testtagen die spärliche Freizeit eines Formel-1-Rennfahrers weiter einschränkt. Mit den Rennwochenenden ist es bei weitem nicht getan. Die Zusammenarbeit von Motorenbauer BMW und Motorölieferant Castrol soll bei den Serienautos und in der Formel 1 wie geschmiert laufen. Ein sehr sympathischer Mann, der sehr aufgeschlossen ist. Macht einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Wir glauben, dass BMW eine exzellente Wahl getroffen hat. Und wir denken, er hat ein riesiges Potenzial. Er hat sich über die letzten Jahre hervorragend entwickelt. Kaum ein anderer Fahrer hat sich so gut entwickelt. Und ich glaube, da wird auf das richtige Pferd gesetzt. Nach einem Lehrjahr beim Mittelklasse-Team Jordan fand sich Ralf Schumacher beim Spitzen-Formel-1-Team Williams auf Anhieb zurecht. Nicht selbstverständlich für einen 24-jährigen Nachwuchspiloten, mit der schweren Bürde von 7 Fahrer- und 9 Konstrukteursweltmeisterschaften fertig zu werden. Selbst die Williams-Mannschaft war vom Carpenter angenehm überrascht. Er ist ein sehr ehrgeiziger Fahrer und hat immer den Erfolg mit Williams im Auge. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm in den kommenden Jahren. Das gesamte Team steht hinter ihm und Ralf hat sehr viele Fans in Großbritannien. Ich fühle mich in England sehr wohl, muss ich sagen. Ich hatte also eher Probleme, in die südlicheren Regionen zu gehen, weil England einfach die Mentalität sehr ähnlich ist. Die Leute verfolgen ein Ziel und arbeiten, gucken nicht auf die Uhr. Und im Süden ist das alles ein bisschen anders. Deshalb, also ich komme mit den Engländern hervorragend aus. Essen muss ich ganz ehrlich sagen, dann gehe ich dann lieber nach Süden, weil das braucht man dann nicht in England. Privat fährt der Wahlmonegasse dank der Partnerschaft mit BMW einen 400 PS starken M5. Er genießt aber auch gerne den hohen Komfort eines 7er BMW. Ich fahre sogar fast lieber Automatik, das kommt auch darauf an. Wenn es ein sportliches Auto ist, ist Schaltung schon angenehmer. Natürlich hat auch ein Formel-1-Rennfahrer mal ganz klein angefangen. Mein erstes Privatauto war ein Golf,
Es war ein Diesel, der wurde immer zu heiß, das weiß ich noch. Das war so ein versuchter Umbau, der wurde immer zu heiß. Ansonsten muss ich sagen, gut, war einfach ein schönes Auto. Ich meine, damals für einen Jungen, in meinem Alter, 18, 19, ich meine, so ein Golf ist einfach ein schönes Auto gewesen damals. Da Ralf Schumacher selbst M5 fährt, laden wir ihn zur Probefahrt mit einem Diesel ein. Der 330D leistet 184 PS. Imposant vor allem sein Drehmoment. Mit 390 Newtonmetern hat er deutlich mehr Kraft als ein 911er Porsche. Diesel und Schumacher, vielleicht passt das ja zusammen. Ich muss sowieso sagen, ich bin ein absoluter Fan von dem Auto. Man hat ja oft in so einem kleinen, sag ich mal, Mittelklassebereich, sagt mir oft, ja, da rappelt es hier und rappelt es da. Und ich muss sagen, also der 3er BMW ist wirklich perfekt, auch vom Fahrwerk her, vom Fahrverhalten her. Und jetzt mit diesem Motor hat man dann auch die Elastizität, die man sich so vorstellt. Und das ist schon klasse. Wo ich drauf achte, ist auf den 8-Zylinder Diesel im 5er BMW. Das wäre für den 5er hier. Also hier ist der super Sport. Ich bin auch mal in 35 gefahren und fand den auch gut genug. Aber ich glaube, der 8-Zylinder wäre natürlich nochmal eine Steigerung. Und irgendwie kann ich mir nicht helfen. Habe ich doch gern große Motoren mit viel Leistung. Was hält der Formel-1-Fahrer von elektronischen Fahrhilfen wie ESP? Wenn es so rutschig ist, dann finde ich, es bremst mehr, als es nach vorne geht, wenn man jetzt ein bisschen Gefühl im Fuß hat. Und ansonsten macht es ja auch schon mal Spaß, wenn man irgendwo auf dem Land ist oder was, auf einem großen Parkplatz, dann ist es ein bisschen rutschig, dann macht es ja auch Spaß. Doch zurück zur Formel 1 und den Träumen des Ralf Schumacher. Mein Ziel ist hier mit BMW erfolgreich sein, vielleicht irgendwann Weltmeister zu werden. Und das ist für mich das größere Ziel, als irgendwann mal einen Ferrari zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe also nicht diese Beziehung zu dem Produkt Ferrari, das ich jetzt sagen, das muss jetzt unbedingt sein. Aber viele Rennfahrer haben das, aber bin ich nicht der Typ dazu. Und hat Schumi 2 beeindruckt. Er hat das fahrerische Talent und die Persönlichkeit, um bald Weltmeister zu werden.